Yay, ich glaube, ich bin online. Juhu! Ich noch nicht. Helga ist noch nicht online. Na. Helga ist gleich online. Sie wird mir noch nicht online angezeigt. Jetzt wird sie mir Helga ist online immer angezeigt. noch. Oh, jetzt ist Helga online. Yay! Es hat aber gedauert bei Helga. Was ist los? Ja, es hat bei dir auch gedauert. Bei mir stand da schon die ganze Zeit, dass er was aufnimmt. Oder Ja, das steht ja überträgt. bei mir auch. Aber wenn es mir bei Twitch noch nicht angezeigt wird. Ach, Twitch hat keine Ahnung. Und davon ganz viel. Ja, wahrscheinlich. Deswegen heißt mein Titel auch so. So viel Titel. Ja, ganz viel Titel. So, was gibt's denn hier für Fotos? Okay. Heute wird echt spannend. Hui. Ja, weil Richard hat keine Lust. Kannst du mir nicht erzählen, dass du mega Bock auf den Kram hast? Heißt mega Bock auf den Kram. Es ist das, was wir sowieso machen. Und wenn wir dadurch dann endlich diese 100 Loyalitätszeichen bekommen können, finde ich das gut. Ich lasse mich darauf ein, zu sagen, ja, die Bosse, die mache ich ja sowieso. Ja, aber all die anderen Quests, die mache ich nicht, weil es sich nicht lohnt. In keinster Weise. Okay. Oh, guck mal. Fängt doch aber gut an. Er ist da. Diese Flammen. Aua. Ich dachte wieder ein Update oder hat er immer schon so viel Schaden gemacht? Schöner Blick Weiße auf die Unterhose. Unterhose. Die ist sogar sauber, meine Güte. Ja, läuft gar Hätte ich kein ihm Blut gar aus. nicht gegeben. So, wenn man jetzt auf die Karte guckt, ja, ein grünes Häkchen kommt dann rein in das Symbol. Okay. Na gut. Dann gucken wir mal, ob der Wächter des Schatzes da ist. Ach so, wir wollten ja reiten, damit wir. Ich habe mich schon gefragt, warum du so viel läufst. Laufen ist nicht gut für deine Füße. Nabend. Das Ach, stimmt. hallo. Gar nicht gesehen. Vor lauter Lustlosigkeit nicht in den Chat geguckt. Eieieiei. Ja. Hab so keinen Bock. Wird Zeit, dass wir uns einigen auf ein anderes Spiel. Ja, wenn wir das, dann müssen wir mit Discord rumprobieren. Dann könnten wir Monster Hunter machen. Und Ja, ansonsten aber ob ich das, was müsste wirklich die man, einzige Möglichkeit ist. halt schauen. Ich hatte ja schon Ja, ein, zwei absolut Vorschläge überhaupt kein. gemacht. Ich habe auch schon ein paar gemacht, das habe ich aber auch nicht genau dazu geäußert. Du Ja. hast zwei von mir schon gleich abgelehnt, fand ich auch ganz toll. Schauen wir mal, ob der Jin Weiß da nicht. ist. Ich lehne grundsätzlich immer erstmal alles ab. Ja, ich weiß, vor allem wenn es von mir kommt. Ja, bis du mich davon überzeugst, dass das funktioniert. Dann lehne ich es trotzdem ab, aber dann irgendwann mal stimme ich zu. Yay!
Hey, zum zweiten Mal heute. Hast du eben mal Hallo gesagt heute? Das wollte ich nicht, Richard. Das ist dumm. Lasst ihr dann schon von 26? Schön ausgewichen. Leute, erstaunlich einfach. Jetzt ist er weg. Yep. Er hat aber nicht gezählt. Ja, ich weiß jetzt nicht, was für Symbole du hast. Naja, ich hatte auch. Also ich habe den Hirschen, das Foto, den Hirschen das Foto. Aber den hat Okay. er bei mir nicht gezählt. Sehr komisch. Den Riesen hat er gezählt. Bei mir hat er ihn gezählt. Ich müsste Faszinierend. jetzt ins Raukrallendorf und Vorräte kaputt machen. In der Zeit könntest du ja gucken, ob und das Gazellenfleisch machen, ob das dann zählt. Ja. Dass sie das nicht gruppenweise verteilen. Da waren wir ja gar nicht in einer Gruppe. Ja, aber wenn man dann wieder in eine Gruppe geht, kann man das doch angleichen. Du weißt doch, dass sie nicht sehr gut da drin sind, Sachen anzugleichen. Ja, das stimmt, das stimmt.
hoffe auch, dass die Vorräte jetzt da sind. Ja, scheinen da zu sein. Yay. Yay. Hey. Wäschelein mit Fleisch zerstören. Boah, ich bin so schnell, ich habe noch keinen einzigen Gegner getötet. Naja, jetzt kann man mal ein. Muss ja auch leveln. Okay, dafür bringt das mir Gegner töten nicht so viel, aber. Das war das. Schnell wieder aus dem Dorf raus. Den hat er gezählt. Okay. Also den Wüstenflammenriesen hat er gezählt. Also der zweite. Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht. So. Na toll, jetzt habe ich wieder so ein Glücksspiel an der Haken. Sind die Gegner da oder sind sie nicht da? Gazelli, Gazelli. Ich habe Kopfschmerzen und Matti hat mich runtergezogen, weil sie so motiviert ist. Gib mir doch die Schuld. Ja, mache ich auch, so wie du mir immer die Schuld gibst. Ich gebe dir nicht immer die Schuld, ja? Nur wenn du es verdient hast. Auch wenn ich nichts damit zu tun hatte. Weiß ich nicht, wann habe ich dir denn die Schuld gegeben, wenn du nichts damit zu tun hattest? So wie heute zum Beispiel. Ich habe keine Schuld daran und habe nichts damit zu tun, dass dieses Spiel unbedingt diese Quests haben will. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass du schuld daran bist. Du hast dem Spiel ja nicht gesagt, er soll diese dummen Quests machen. Ja? Warum gibt es hier keinen anderen Hirschkopf mehr? Was ist passiert? Wo sind hier Elite-Wachen? Unten ist einer, zählt ja denn auch. So eine Elite-Wache. Seid alle keine Elitenwachen. Wo seid ihr denn? Da, du bist ein. Eine von fünf.
eine? Da könnte noch eine sein. Rüstungsverstärkungsstein. Ja, die kann man gebrauchen. Ja, schon wieder. Stärkung! Wieso? Und da ist die letzte. Du weißt doch, dass... Ich glaube nicht, dass ich gerade jetzt im Moment jemand angerufen habe und gesagt, hey, wo bleibst du denn? Ich weiß doch, dass sie nicht planen kann. Ich wollte da nicht abschneiden. Mhm. Sonst würde sie ja verhungern. Das hat nicht gezählt. Das ist nicht, zählt nicht als deren Gebiet. Ach, wie toll. Mick macht andere Sachen. Wir ja, aber das zählt alles nicht für das arbeiten. Gebiet. Ja, die Vermutung habe ich bei dem hier auch, aber warum spuckt er denn so blöde Sachen aus? Nein, doch, das hat hier doch gezählt. Ist nicht weit weg. Zu weit weg. Ja, es ist ein dummer Frosch. Das wird definitiv zu weit weg sein. Aber mach. Aber es ist interessant, dass er den Wassergeist bei dir gezählt hat und bei mir nicht. War der Wassergeist bei mir zu weit weg? War ich ein Müh zu weit weg, sodass er das nicht mehr gezählt hat? Ich weiß es nicht. Die einzigen beiden gekreuzten Klingen, die er mir anzeigt, mache ich hier gerade. Die erste hat er auch schon nicht gezählt. Hm. Das ist halt an dem Spiel blöd, das sagt einem auch gar nicht so genau, in welchem Rahmen du dich bewegen musst. Ansonsten grenzen wir dir jedes Gebiet ein, aber da nicht. Jo, mal wieder. Aber das jetzt abgeschlossen. Aber eine Prüfung abgeschlossen. Aber ich habe keine Punkte gekriegt. Hast du oben alle vier Symbole mit dem Haken? Ja, ich hatte alle Symbole mit Haken. Ich habe die Quest abgegeben. Okay. Ich habe keine Punkte dafür gekriegt. Und jetzt will sie nicht mehr mit mir reden. Also sie will schon noch mit mir reden, aber sie hat da keine Quest mehr, weil fertig. Fertig Quest. Muss ich jetzt warten, bis ich das wieder machen kann, oder? Zählen die vier oben bei dir noch als erledigt, oder? Werden gar nicht angezeigt. Okay. Ist dein Inventar voll? Ja. Hast du einen Brief?
Weiß nicht, ich habe 4 Briefe. Kriegt man ja, die per guck Post. Mal die Briefe, nicht, dass die Marken dabei sind. Dass die Belohnungstruhe der Händler vielfach und Handschuhe und noch mehr Belohnungstruhe vielleicht in der Truhe. Das ist alles so schwer. Mich nervt das gerade viel mehr, dass meine Aufgabe, die ich machen soll, nicht da ist. So, jetzt habe ich die Kiste abgeholt. Kann ich wahrscheinlich nicht öffnen, weil ich immer noch keinen Platz habe. Warte mal. Das ist sehr gut möglich. Also in meinem Gebiet ja, hier oder in diesem super tollen Gnolleinödengebiet ECC gibt es keine gekreuzten Klingen. Das heißt, ich kann die nicht doch, fertig hier, da. Machen. Die sind in der Truhe drin, die dummen Zeichen. Siehste? What the fuck? Ja, schön. Wo Also ich sind habe die einundvierzig Punkte gekriegt. Nicht schlecht. Ist auch noch. Sind die dann auch noch unterschiedlich? Das weiß ich nicht. Also bei der Hauptquest steht bei dir jetzt wahrscheinlich auch 41 von 100. Ja, deswegen habe ich das ja gesehen. So, und Guck nicht, was er mir anzeigt. Ich hoffe, dass das egal ist, wo man die macht. Aber dass ich hier jetzt keine gekreuzten Klingen habe, um diese scheiß Quest fertig zu machen, das nervt mich. Ich hatte, glaube ich, da in dem Gebiet heute die Tagesquests alle abgegeben. Meine ich. Also gehen wir mal gucken, ob wir da noch also ob wir da dasselbe wiederholen können, weil ich habe mit dem Typen geredet und der Typ wollte nicht mit mir reden. Wo denn? Bei den Herbati. Ach so. Da habe ich Rentiere getötet. Und weißt du, was mir passiert ist? Ich habe, ohne dass ich eine Pfeife eingesetzt habe, wollte das Vieh bei mir bleiben, aber ich war zu dumm, weil ich vergessen habe, wie das ging. War ich nicht schnell genug. Das war mega ärgerlich. Lange Viereck so drücken. Ja, ich war nicht dicht genug dran. Ich bin Fernkämpfer. Du weißt, ich muss erstmal dahin. Und bis ich geschnallt hatte, ja, ich muss erstmal dahin, war es schon wieder vorbei. Und das hat mich voll geärgert, weil das Vieh wollte freiwillig bei mir bleiben. Ich habe es dann einfach nicht getötet. Ach, so gemein. Jetzt hat er einfach Angst, wie sie alle seine Rentierfreunde getötet haben. Ja, der will nicht mit mir das reden. Das ist sehr gut möglich. Dann gucke ich einfach mal, ob ich bei Tristessa weiterkomme. Das ist seltsamerig. Ah, wahrscheinlich, weil das Gebiet noch nicht rot ist. Aber irgendwas hatte ich doch schon mal hochgebracht. Ich kann mich nur nicht mehr erinnern, wo das war. Eventuell Tristessa, weil da haben wir viel gemacht. Ich weiß es nicht. Ich meine, dass es auch im Herbati-Dorf war, weil ich da schon mal echt viele Quests abgegeben habe. Und dann stand da irgendwas, aber ich habe nicht ganz mitgeschnitten, was. Und ich glaube, das war, weil das... Ja, es kann sein, dass sich da was erhöht hat, aber dass es noch nicht hoch genug ist. Das kann sein. So, ist Zyklopi da? Das ist noch nicht rot, das Wappen. Ja, Zyklopi ist da. Komm, wir sind auf Tatsache, Bildschüte. Wunschende Fragmente. Schauen wir da mal.
Hier tickt es. Ich glaube, es ist eine Zeitbombe in der Nähe. In Form eines Apfels. Oh, ich habe heute beim Einkaufen Mini-Äpfel gesehen. Lach nicht! Die waren vielleicht so groß wie Golfbälle oder so. Wie so ein Tennisball. Nee, Tischtennisball. So ganz klein. Die waren so niedlich, aber ich durfte sie nicht kaufen. Warum nicht? Rada gesagt hat, warum? Ich dachte so, wenn ich nur ein bisschen Apfel essen möchte. Ich möchte nur aber ich durfte sie nicht mitnehmen. Die waren gar nicht so, ne? Das waren ganz viele kleine Äpfel. Das heißt, Rada kauft auch keine Cocktailtomaten, weil die sind kleiner und kosten mehr wie die normalen Tomaten. Ganz genau, so sieht es aus. Verstehe. Doch keine Cocktailtomaten kaufst, weil die kleiner sind als die größeren. Schmecken aber komplett anders. Ja, wir kaufen mittelgroße Tomaten. Ganz großen will ja auch keiner essen. Das stimmt. Und das Witzige an deiner Mutter ist, sie möchte diese großen haben und da benutzt sie eh immer die kleinen. Ja, aber die schmecken daraus. Ich verstehe, dass sie nur meine kleinen sind. Aber warum will sie dann immer große haben? Weil das weniger Arbeit ist, wenn die kleinen dann sehr gut kriegen. Aber das macht sie ja nie. Ja. Also ich würde die großen kaufen, wenn ich sie füllen würde. Gefüllte Tomaten? Ja. Ich mag keine gefüllten Tomaten. Lass ja, die Haut mit bei. Das ziehst du ja ab. Ich mag das nicht. Ich mag keine Tomatenhaut. Magst du denn Paprikahaut? Weil bei gefüllte Paprika ist die Haut auch noch. Gefüllte Paprika geht. Ist aber auch mit Haut. Ja, aber das ist andere Haut. Weißt du, die Haut von Tomaten, die ist so zäh und ich weiß nicht, die kannst du nicht kauen und dann klebst du dir am Gaumen oder sonst wo und dann, nee, mag ich gar nicht. Paprika trennt sich sehr gerne von der Haut. Das finde ich gut. Kann man kauen, die lässt sich gut verarbeiten. Ja, gefüllte Zucchini ist eh besser. Nein. Doch. Nein. Die Zucchini kommt lieber in die Pfanne, anstatt das. Zucchini kannst du sehr schön füllen. Mit Couscous. Ja, kann Paprika auch. Ja. Das streite ich ja nicht ab, dass das auch geht. Und schmeckt das? Nein. Die sind ungefähr gleichwertig. Was sagt der Chat? Paprika und Zucchini gefüllt. Ich mag auch gerne gefüllte Pilze. Aber damit bin ich ganz allein hier. Ja, das stimmt. Du magst auch keine gefüllten Pilze. Ich mag Pilze allgemein nicht so gerne. Der Chat mag Pilze! Und keine Zucchini. Verdammt! aber ich frag mich eher, warum du die Pilze füllen willst. Weil das voll lecker ist, wenn du sie gefüllst. Ich meine, sie müssen nicht gefüllt sein, sie sind doch so lecker, aber... Das wäre mir ja viel zu aufwendig bei dem kleinen Scheiß. Ach... Sie tötet die Pilze ja nicht. Sie schneidet sie nur klein.
Ja, ich schneide sie klein, das stimmt. Warum verlieren wir denn keine Hüte mehr? Was soll denn das? Wir haben alle Hüte. Aber nein, verlieren, das wollen wir sie nicht. Ja, ein ja, Pilz genau. Ohne seinen Hut ist halt auch einfach nur eine Stange, ne? Ja, das ist nur... Ah, okay, ich glaube, ich bin mit der Quest durch. Hat irgendjemand mitgezählt, wie viele Pilzhüte wir schon gefunden haben? Ich sammle so viele, bis nachgucken. Wir Quest dreimal... Ja, ist mir schon klar, dass ich das nachgucken kann, aber das wäre ja witzlos. Oh. Ich mache die Quest so lange, bis wir sie dreimal abgeben können, ungefähr, und dann... Du da... Le ob ich das jetzt hier die Quest gemacht, wenn das Tagesquest war und ich abgeben wollte. Aber die Herbati mögen mich halt trotzdem nicht lieber. Die Herbati sind ja auch blöd. Die haben ja auch überall Feinde. Der Chat zählt keine Pilzhüte. Hier komme ich auch nicht weiter. Okay. Also gehe ich jetzt auch. Nach Karzakor. Ist sehr theatralisch gestorben. Kommst du jetzt hierher und nimmst mir meine Pilze weg? Ja. Echt? Aber es dauert noch, bis ich da bin, weil ich muss erst nach Karzakor die Quests annehmen. Und dann kann ich da auch hin. Er mag doch gar keine gefüllten Pilze. Warum sollte man das dann gemeinsam machen? Ich bin kein Glücksbärchen, ja. Nein, mir geht es gut. Ich glaube nicht. Ich möchte kein Rosinenbrötchen essen. Das, ganze das kann ich vollkommen verstehen, weil Rosinen sind widerlich. Was kannst du verstehen? Dass du kein Rosinenbrötchen essen willst. Ach so, aber ich mag Rosinenbrötchen. Ja, das ist schön, ich nicht. Ich mag Brötchen, aber keine Rosinen. Das ist vollkommen perfekt. Dann kann ich nämlich Rosinenbrötchen kaufen und niemand isst sie mir weg. Ich würde verdammt, tatsächlich die Rosinen da rauspulen, wenn ich Hunger habe. Wie hast du das gemacht, Richard? What the fuck? Du hast gesehen? Finde ich ein Glücksbär. Welches Motiv? Wahrscheinlich eine schlecht gelaunte Rosine oder so. Nee, den gibt's schon in Blau. Ja, Grumpy gibt's schon, ich weiß. Aber der hat keine Rosine auf dem Bauch, ja. Ja, das hat niemand. Als Kind wollte ich immer Sonnenscheinbärchen. Ich mochte Sonnenscheinbärchen. Und Bunny Sauseherz mochte ich auch voll gerne. Und Leo Löwenherz. Ist der Löwenherz? Ich glaube, der ist Löwenherz. Den mochte ich auch ganz gerne. Sieht man Tendenzen. Eigentlich mochte ich die Freunde von den Glücksbärchens lieber. Ja, die sind ja auch cooler. Ja. Ich meine, ich wollte immer aber den Waschbär... Aber ich weiß nicht, ich glaube, heute wäre es sehr Brunbärchen. Ich wollte der Waschbär sein und... was war das noch? Ja, der Waschbär war auch gut. Warte, wir haben... Ich erkennen... 16? 10? Ah, 10, glaube ich. Ich hab 2. Wieso? Stärkos! Naja, die halten sich ja mit Cornflakes. Und ich find's immer witzig, dass wir Cornflakes kaufen und alle wahrscheinlich denken, ach ja, für die Kinder. Und wer ist unsere Cornflakes selbst? Ich würde die auch nicht teilen. Ich hab schon ewig keine Cornflakes mehr gegessen. Ja. Wir essen nicht mit Kindern, wir teilen nicht. Wir haben ja auch keine. Vielleicht, wenn wir welche hätten, wäre ich bereit zu teilen. Habt ihr nicht 2 erwachsene Kinder mit im Haus? Cornflakes. Die 2 erwachsenen Kinder sind wir. Und
Die anderen Kinder sind sehr alt. Also sind und die anderen Kinder sind... die interessieren sich nicht für Pizza. Wir haben sehr viele Kinder, also so jeweils Paare. Okay. Ja, aber irgendwie. Ja. Hunde, Chinchillas. Die Hunde haben sehr großes Interesse an Pizza. Kann ich verstehen. Mhm. Wenn wir Katzen hätten, würden die sich wahrscheinlich auch sehr für Pizza interessieren. Besonders, wenn man irgendwas Fischiges da drauf hat. Katzen. Aber das dann macht man ja nicht. Weiß man nicht so genau. Doch. Also es gibt kaum etwas Widerlicheres als Thunfisch auf der Pizza zum Beispiel. Kommt drauf an. Das stinkt einfach wenn man so nicht spialisch, das, dass ich da noch nicht mal wenn man nicht das Zeug hat, aus der Dose nimmt, geht das sogar. Helga da, jetzt kann ich aufhören zu töten, muss man hinter ihr herlaufen. Ja, du wolltest ja unbedingt hierher kommen, da musst du damit rechnen. Muss ich ja, wenn ich nirgendwo sonst weiterkomme. Hast du schon an allen Gebieten ein Tagesfest gemacht? Ich glaube, uns fehlt noch ein Hütchen. Und da muss man das mit den Fragmenten machen, da weiß ich immer nicht genau. Fragmente ist da hinten bei den Geistern. Ach ja, bei den Geistern. Die Hüte haben wir gerade. Wo auch der Baum rumläuft. Der Baum? Ja, der Groot. Ich dachte, das ist hier. In diesem Kolosseum-Teil. Ja, was genau da hinten bei dem was? Gebiet ist. Läuft ein Baum rum? Ja, wir mussten ihn sogar mal töten zu Anfang. Richard, der vergisst mich. Eigentlich wäre es dumm, dich jetzt zu machen, glaube ich, weil es kann sein, dass ich das eh machen muss. Gehen einfach wieder. Wir sind aber auch dabei, uns zu verfolgen. Das strengt sich sehr an. Hm. Auch jetzt kommt das. Aufgegeben. Guter Junge. Guter Mann. Er gibt auf. Das sah gerade sehr komisch aus. Als ich durch den Pilz durchgeschossen bin. Wie viele Pilzhüter haben wir denn? Ich glaube, das ist hier doch nicht. Ups. So, Pilzhüter. Oh nein, die Bombe ist hochgegangen. Das reicht. Sind alle wieder wach? Da meinte ich nicht die Fragmente. Habe ich gemerkt, weil die verlieren keine Fragmente. Es ist hinten bei den Ackern, wo du erst die Schweine töten musst und dann wo die olle Professorin das erste Mal diesen Stein untersucht hat. Ganz da hinten? Ja!
Hey, nicht mein Pferd. Weiß schon, warum ich die Quest hier nicht mag. Weil man muss ja Kilometer weit weg und dann muss man wieder Kilometer weit zurück. Tja, das passiert in diesem Spiel ganz viel. Okay, hier ist noch irgendjemand auf der Suche nach Fragmenten, weil hier sind ganz viele Leichen. Wenn ich da bin, möchte ich auch, dass ganz viele Leichen da sind, die ich ausnehmen kann. Das wünsche ich mir. Verstehe, verstehe. Das ist möglich. Sehe keine Leichen. Da sind ein paar Leichen. Hey, da sind Leichen aufgetaucht. Ich kann die Fragmente noch mitnehmen, wenn das blöde in der Bar voll ist. Zurück. Das Dauerproblem dieses Spiels, das Inventar. Ja, das nervigste Problem von allen. Ja. Die Leute, die das gemacht haben, die haben doch nie in ihrem Leben Rollenspiele gespielt, oder? Wahrscheinlich haben sie sich gedacht, oh komm, wie können wir die Spieler richtig abnerven? Ja. Da haben sie das perfekte Mittel gefunden. Erinnerungsjuwel, das brauche ich auch. Ja, greifen Sie euch an, töten mich doch. Egal. Lass doch endlich mal wieder so ein Andenken fallen, bitte. Jetzt mal irgendwas ausnehmen, danke schön. Ich sammel gerade. Pot, 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 pot. Yay! Wow. Zwei Fragmente, doch so viel. Hat hier denn wirklich nur jeder zweite irgendwie was dabei? Gesagt als getan. Die können wir zerstören, die brauchen wir gerade nicht. So, jetzt kann ich wieder ein bisschen was mitnehmen. So, yay. Jetzt habe ich 9 zusammen. Fehlen nur noch 18.
geworden ist. Hast du eigentlich bei Vampir schon probiert zu leveln, beziehungsweise geguckt, ob das Schwert da ist? Nein, habe ich noch nicht. Okay. Ich habe das Spiel nicht mehr aufgehabt. Ich schon, und ich muss sagen, auf der Xbox läuft es besser. Echt? Ja. Ja, ein Schwert bei Vampir. Mick meinte, ich sollte mal gucken. Das soll wohl eine sehr gute Waffe sein. Ja. Ich bin zwar eigentlich sehr zufrieden mit unseren Äxten, aber man kann ja mal schauen. Soll, wie gesagt, für den Ich bin gut Run eine der besten Sachen sein. Bisher habe ich noch keinen gefressen. Nee. War mir versuchst bisher auch zu spielen, blöd. Ohne jemanden zu fressen. Hm? Versuchst du auch zu spielen, ohne jemanden zu fressen? Ist schließlich ein Erfolg, ne? Ja. Aber ich hab, auf der Xbox habe ich ein bisschen anders geskillt wie auf der PlayStation. Da ist mir schon aufgefallen, okay, die Skillung auf der Xbox war für den Anfang besser. Weil da habe ich die Explosion ausgewählt, anstatt die, was war das andere? Weiß ich nicht. Ja, und ansonsten ist es auf jeden Fall nervig, Level aufzusteigen. Leveln ist anstrengend. Ja, vor allem wenn du im Startgebiet Aufträge aufnimmst, wo die Gegner Level 16 sind und du Level 8. Ja, das ist schon wahr. Ich meine, es funktioniert, aber am schnellsten, wenn es nur zwei Gegner sind, funktioniert, aber sobald der dritte dazu kommt, ist das zu viel. Am schnellsten geht es tatsächlich, wenn du einfach schläfst und heilst. Ich meine, dafür brauchst du das Material, das ist auch immer ein bisschen blöd. Aber es geht wesentlich schneller, weil du kriegst pro Heilung 25 Erfahrungspunkte. Beim Töten kriegst du irgendwie zwischen 5 und ich glaube 15, 20, kommt je drauf an, wie hoch der Gegner oder so ist. Aber du bekommst fürs Heilen eigentlich mehr. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und es ist wesentlich stressfreier. Ja, momentan laufe ich immer ein paar Mal durch die Leichenhalle und dann wird geguckt, dass ich Sachen anfertigen kann. Hm. 22. Kein Gefuss.
Scheiße. Ich glaube, das müsste reichen bei mir, aber es ist... Ja, wenigstens. War jedes Mal den falschen Knopf, wenn ich ins Invent habe. Das kenne ich. Wir haben 28. Das war hier. Hm? 28 reicht. Ja. Haben sie noch einmal auf mich drauf geprügelt. Ist auch gut. Und dann hast du dich wegteleportiert. Ja. Immerhin geht das. Immerhin geht das. Wobei, so zwei Leute gab es ja schon, die ich am liebsten hätte gefressen, aber... Yes. Hat ja auch nicht gereicht. Ich glaube, ich grundsätzlich mehr Tagesquests machen soll. Zum ja. Grundlegend. Hier auch noch nicht. So, haben wir den Gnoll einöden mittlerweile, da dieses irgendwo Doppelschwerter. Nein. Das ist doch toll. Was sind denn die Doppelschwerter? Kann ich dir nicht sagen, weil es ist ja kein Quest da. In Navarra war es, dass ich bei den, dass ich halt diese Essensvorräte zerstören sollte, beziehungsweise Wachen töten sollte von den Gnollen. Okay. Aber das ist jetzt nochmal, ich glaube, ich teleportiere mich einfach dahin und ich schaue mal auf dem anderen Kanal. Eine gute Idee. Ja. Kam mir gerade einfach mal so in den Sinn. So, ich hätte gerne Kanal 2. Kanal 2. Oh ja. Yeah. Aber auch hier gibt es keine Doppelklingen. Yay. Yeah. Und auf Kanal 1 dann wahrscheinlich auch nicht. Ja. Natürlich nicht. Warum auch? Über was hast du dich denn so gefreut? Sondra hat gesagt, keiner will was von dir. Und dann hat er mich angeguckt, so.
Da habe ich zu ihm gesagt, nein, von dir will auch keiner, was musst du dir keine Sorgen machen. Hat er sich da gefreut? Gott ist echt alt geworden. Hubert möchte einfach überhaupt nichts mehr machen. Wird mit jedem Tag schlimmer. Es ist so geil, wie er eigentlich so um 3 oder 4 sich schon in die Küche legt, damit er um 6 das Abendessen nicht verpasst. Und am Montag ist er das erste Mal auch auf Aufforderung nicht mitgekommen. Ja, stimmt. Hubert wollte nicht mit spazieren gehen am Montag. Oh. Weil, nee, der war, ist am Sonntag ausgebüxt und hat viel Spaß gehabt wohl. In eine tiefe Senke gelaufen, wo er nicht wieder rauskam. Genau, er hat viel Spaß gehabt. Und ja. Da hatte er am Montag aber so überhaupt keine Lust mehr. Er wäre, glaube ich, wenn man drauf bestanden hätte. Ja, wenn man ihn gezwungen hätte, aber er kommt ja immer gerne mit, wenn man ihn zwingt. Wie jeder. Ich ignoriere das mal. Ja. Wo komme ich bei Tristessa, wenn ich nicht weiter? Man den alten Mann nicht mitgenommen hat. Man nicht ständig stehen bleiben. Aber Konrads Tempo beim Spazierengehen ist so anstrengend, weil das ist nicht Spazierengehen, das ist Marathonlauf. Es ist normal, dass jeder ein unterschiedliches Tempo hat. Aber hast du auf Kanal 1 was gefunden, weil du immer noch auf Kanal 1 bist? Ich habe ein Monster gefunden, was ich für Tristessa brauche, um da die Prestige-Quest voll zu kriegen. Jetzt gucke ich gerade, ob noch ein zweites da ist. Ja, aber lass noch welche übrig. Ja. Das hoffe ich. Das ist im Moment echt sehr futterlastig. Wir haben Sommer, nicht Winter. Du musst dir keinen Speck anfressen. Wir halten keinen Winterschlaf. Ich glaube, die Regierung ist dagegen, dass wir Winterschlaf halten. Das finde ich sehr gemein, weil ich finde eigentlich mein Konzept ganz gut. Mein Körper bereitet sich auf das Baby vor. Verstehe. Weil ich hab mir überlegt, weil es wird ja so vorausgesagt, dass Corona im Winter wieder verstärkt kommt. Warum halten wir nicht endlich Winterschlaf? Da muss man sich über gar nichts mehr Gedanken machen, weil alle Leute schlafen. Verstehe. Und niemand verstehe. Wird krank. Ja, ne, ist voll das gute Konzept. Aber ich glaube, das will die Regierung nicht. Bin ich auch gegen. Halte ich Ihnen mal das Vorschlag von dem 9-jährigen Konrad. So viel schlafen kann ich nämlich gar nicht. Naja, ob du nun schläfst oder nicht, wird ja keiner kontrollieren. Du darfst halt nur nicht, kannst halt nur nicht rausgehen, um irgendwas zu machen, weil es ist ja keiner da. Obwohl, dann kontrolliert das auch keiner. Aber du kannst halt nicht einkaufen gehen, weil alle schlafen. Ja, das geht schon mal also gar nicht. Gucken, auch nein, ja. Dass du für den Winter genug Zeug einkaufst. Dann sind wir wieder bei Hamsterkäufen. Ja. Eigentlich froh, dass die Phase vorbei ist. Das denkst auch nur du. Naja, so wie zwischendurch immer wieder die Läden aussehen, habe ich das Gefühl, dass Hamsterkäufe sind so phasenweise immer da. Richtig. Also jetzt nicht wegen Feiertag oder so, das meine ich nicht. Dass da die Leute bekloppt sind, das wissen wir. Nee, die Leute sind allgemein bekloppt. Basis, ja, das weißt, auch. Dass die Sachen immer irgendwo verstecken, wenn sie umbauen.
Ja, im Moment bauen sie überall um, das ist schon Machst wahr. du gerade in Navarra die Quest? Ich bin sehr froh, dass sie Ja. die Tierfutterabteilung umsortieren. Ich brauche Banditenaufnäher. Haben wir? Ist das eine 14? Wie viele braucht man davon? 5, ne? Keine Ahnung. Das ist eine große Hilfe. Ich habe die Quest noch nicht angenommen, also kann ich dir nicht sagen. Futter in Dosen. Dachte, du hast Vorrat. Navarra schon gemacht. Nein, Tristessa. So. Du hast mir wieder nicht zugehört, vorhin. Nö. Nö. Also von dem Bus hat Federn brauche ich 5. A little hard work never hurt anyone. So, fünf Mauern. Aufnäher, fünf Bussardfedern. Okay, dann habe ich die Aufnäher fertig. Das ist schön. Dann muss ich nur noch Bussarde suchen, die ja so häufig hier rumfliegen. Die sind relativ häufig. Relativ ist ein schöner Begriff, ja. Ja. Musst halt nur im richtigen Gebiet suchen. Naja, wenn du in einem anderen Gebiet suchst, ist es nicht so schlimm, weil dann bleiben die Bussarde hier für mich. Da bin ich gar nicht böse drin. Okay. Du weißt aber schon, dass du die, die ich auch töte, auch looten kannst. Das macht mir gar nichts. Ich kann auch selbst arbeiten. Ich bin auch selbstständig. Warum steht denn die olle Professorin hier immer noch rum? Die ist komisch. Und warum nimmt er eigentlich immer nur eine Feder von den Viechern? Die Viecher sind voll mit Federn. Er könnte ja vielleicht auch anders die Viecher angreifen, dann würden sich alle Federn verbrennen. Nein. Komm nicht dran! Ja, ist gut, Richard. Komm da schon hin. Toll, oh, dann war da nur Gold drin. Das hat sich nicht gelohnt. Das Internet. Man merkt es. Spackt ein bisschen. Zumindest bei diesem Bus hat. Diese Geräusche, die die Viecher machen. Eine Feder, aber zwei Leder. Irgendwas ist da falsch. Guten Tag, Bussard. Hallo, nächster Bussard. Hallo, nächster Bussard. Bot, 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 bot. Kommt alle her. Das sieht gut aus. Eins, zwei, drei, vier. Ah, nur fünf auf einem Streich. Naja. Sind es 11 oder 13? Es ist42. mega schwer zu erkennen, was für Zahlen da drin stehen. Geht's nur mir so?
kommt, weil der Bildschirm kleiner ist als sonst. Ja, das ist wahr. Das ist er. Ich glaube, alle Bussarde sind tot. Du hast sie ausgerottet. Das, da, da. Nein, die Population, da geht's gut. Wenn wir so weitermachen, nicht. Ach, die erholen sich schon. Solange wir die Nester nicht anrühren, vielleicht sollten wir ein paar Eier mitnehmen, damit wir sie ausbrüten können. Eine Bussard-Armee. Also meine Bussard-Armee. Das ist wieder so typisch, Richard. Ne? Erst macht er da ein Gemeinschaftsprojekt raus, am Ende ist es aber sein. Wer redet denn hier von Gemeinschaftsprojekt? Du? Was soll das heißen? Alle mobben mich. Ich habe nie gesagt, dass Mick in mein Gemeinschaftsprojekt reingehört. Du kannst ja deine eigene Bussard-Armee machen. Du jagst ja auch Bussarde. Ich will aber gar keine Armee. Siehst du? Dann ist es meine Armee. Warum der Aufstand? So, sind das genug Federn? Nö, nö. Ganz nach unten. Nein. Ich will noch eine. Du willst noch eine? Ja, ich will 20. Mein innerer Monk sagt, ich will noch eine. Dein innerer Monk quält dich aber. Sind das 15? Ich glaube, es sind 15. Oh, bin ich überhaupt richtig? Hab ich nicht drauf geachtet. So. Die können wir dann schon mal abgeben. Ja. Ach ja, Baumgeld habe ich ja auch noch nicht geholt. Das kann ich dann ja auch tun. Bei Navarra hat es gereicht. Was haben wir denn? Wir haben ein Herz, wir haben ein Foto, wir haben die gekreuzten Schwerter und noch ein Foto. Also, da ist ein Herz. Und ein Foto. Also gehen wir da mal hin. Yay! Für mich hat's auch gereicht. Ah, die unmächtigen Pferde und... Ach ja, die Königin. Ein Foto. Gucken erstmal, ob die Habgier da ist. Irgendwas komisches sammeln? Da! Ja, die Habgier ist da, so wie es aussieht. Aber bin ich alleine? Alleine. Ja, alleine. Mama mia. Naja, wenn sie da ist, dann muss ich ja dazukommen. Hey. Diese Mama. Grüß dich, Hässliche. Ja.
jetzt sind wir schon zu dritt. Das ist schon mal sehr gut. Ich hoffe, dass wir sie umso schneller loswerden. Kommt aber an, ich sehe gar nicht. Okay, der eine ist 41, der dürfte schon Schaden machen. Oh, da ist doch jemand dazu gekommen, aber die ist nur die Kunde und das Kleinste, aber es ist auch nur Level 3. Sterbt einen Ball von Tod. Stärko. Ach ja. Ey, schon 41%. Die auch immer eine andere Taste nehmen. Erstaunlicherweise komme ich damit echt gut zurecht. Dafür, dass ich so Probleme habe, die Knöpfe zu finden, weil ich die letzten Tage mehr Switch gespielt habe. Kannst du aufhören? Eine Bödenfeder noch nicht zu schmeißen. Was hast du da denn schönes gespielt? Ich habe ein bisschen Beatcraft gemacht. Ich habe die Demo von Monster Hunter Story 2 gespielt und das Spiel dann auch gleich bestellt. Kommt okay. Am Freitag. Dann habe ich die Demo von The World Ends with You Neo gespielt. Da überlege ich auch, ob ich mir das holen soll. War ganz interessant. Dann habe ich die Demo von World's End Club gespielt. Die war, ja, ich weiß nicht, es könnte ganz spannend sein.
Je nachdem, wie sie es halt weiter umgesetzt haben. Und dann habe ich mir das, ich glaube, es heißt Spielstudio angeguckt. Wo du halt eigene Spiele machen kannst, was auch echt ein interessantes Konzept ist. Mir ganz gut gefällt, aber die Erklärungen sind halt so gemacht, dass Kinder das verstehen. Und das ist zum Teil echt anstrengend, weil die alles fünfmal erklären müssen. Aber so an sich ist es ganz witzig. Aber ich weiß noch nicht, ob ich es holen werde. Okay. Und ja, ich glaube, das war's, was ich so gespielt habe. Hallo, ohnmächtiges Pferd. Warum kann ich dich nicht ansprechen? Heilt das irgendjemand von Kilometer weit weg? Weiß ich nicht. Also ja, was? Wahrscheinlich, weil da Beute lag. Nein, ich hatte das ja gerade getötet, weil es mich angegriffen hat, als ich das ausnehmen wollte, beziehungsweise heilen wollte. Yay, ist die Quest auch schon fertig? Jetzt muss ich irgendwas sammeln. Ich entferne mich erstmal, um zu gucken. Ich brauche, glaube ich, noch ein Foto. Nee. Doch, noch ein Foto. Sammle nahrhaftes Gras auf Castros Farm. Und Schwerter. Schwerter. Da sind Schwerter. Du nahrhaftes Gras. Besiege Raukrallen, Gnolle. Ja. Ist es egal, wo man das macht? Hast du das herausgefunden, oder? Ja, da, wo die Schwerter angezeigt werden, musst du das machen. Warte, hier sind auch noch Schwerter. Ja, achso, da, wenn die auf der Karte angezeigt werden. Ja. Das ist dann okay. Das Gebiet, wo du das machen musst. Dann war meine Vermutung gar nicht so falsch. Ich vorher schon mal in meinem Kopf hatte. Besiegen wir. Ich brauche Gras. Ach, ja. Gib mir Gras. Das ist schön. Es ist schön, dass meine Motivation abfärbt. Moment, ich glaube, das ist nicht ganz. Seine Demotivation abfärbt, meinst du wohl? Nein, ich rede von meiner Motivation. Keine Motivation zu haben, so ausdauernd, ist schon ein Punkt der Motivation. Ah. Ich bin sehr motiviert, nicht motiviert zu sein. So, was muss ich machen? Diese Raubkrallengnolle. Okay, ups. Du bist kein Gnoll. Hau doch ab. Rückwärts vor dir davon gelaufen. Nein, der ist nicht rückwärts gelaufen. Ja. Gras, 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 Gras. Also ist es rückwärts. Du machst die Welt sehr einfach. Ja. Yay! So, jetzt habe ich auch nur noch die Schwerter. Na, mir fehlt noch ein Boss. Ja, aber die Schwerter kann ich nicht machen. Hast du die schon gemacht? Ja, weil ich ja gedacht habe, die zählen zu dem anderen Gebiet. So. Zählen sie aber nicht. Das ist schon doof. Ja. Und jetzt muss ich... noch eine Stunde, 5 Minuten warten, so wie es aussieht. Viel Spaß beim Warten. Danke. Es ist so gemein, immer zu warten. Aber das ist in diesem Spiel so. Na, hole ich mir in der Zeit ein paar Abzeichen vom Banditen. So, das... was? Jetzt brauche ich noch
Nehmen wir den da. Den tödlichen Nomaden. Ich hoffe, er ist da. Also eigentlich sieht Radar noch viel schlimmer aus, als ich mich anhöre, glaube ich. Er sitzt da und schaukelt auf dem Stuhl hin und her. Aus der anderen Pizza. Nee. Jetzt glaube ich, dass hier noch ein anderer Pizza. Ja. Gib mir Abzeichen. Gib mir Abzeichen. Los. Los. Gib mir Abzeichen. Geht doch. Soll ich dir ein Abzeichen geben? Nee. Warum? Darauf kann ich verzichten. Mein Abzeichen nicht hab. Nee. Kein Matti-Abzeichen. Nee. Das macht mich sehr traurig. Weil ich brauche Banditenanführer-Abzeichen. Beziehungsweise Aufnäher. Was sagst du nur so, weil du mich traurig machen willst? Okay. Hm. Wenn du das so siehst. Ja. Warum sind die alle nicht da? Der da ist. Hallo, Lichtritter lässt sich, ja, so lala spielen, ne? Ist an sich ganz okay, aber man muss aufpassen, dass man richtig springt. Ansonsten macht es eigentlich Spaß. Ist da jemand dazugekommen? Hallo? Ja. Der ist auch nicht da. Ach, Mann. Kanal 3 bringt gerade überhaupt kein Glück. Dann musst du vielleicht mal auf Kanal 1 oder 2 gucken. Ja, muss ich wohl. So ein Käse. Ist aber auch schon wieder weg. So. Ich habe keinen Bock mehr auf Banditen. Ich kann mir echt vorstellen, dass das mega unspannend ist, was wir hier machen. Das Spiel gibt es nun mal vor. Ja. Da kann man ja auch nichts für. Kanal 3 ist ja wenigstens da. Der Steinkopf. Kanal 1, Kanal 3 warst du. Ja, Kanal 1 meine ich. Aber ich weigere mich, den Namen zu nennen. Der Kanal, dessen Name nicht genannt werden darf. Okay. Ich soll übrigens Hallo sagen. Oh, das ist nett. Immer noch keine Schwerter, immer noch keine Schwerter. Ist denn jetzt in Navarra wenigstens das Monster da?
Nicht in Navarra, in Tristessa. Komme ich da ja, vielleicht das weiter? Das ist sehr laut, ey. Wie, das wird noch schlimmer mit unspannend, wenn die Prestige-Quests vorbei sind? Geht das? Echt? Ach, du heilige Kacke. Kommen da nicht noch so ein, zwei Gebiete dazu, wo man noch Story hat? Story wäre schön, ja. Ja. So, wer fehlte hier? Achso, genau. Der olle giftige. Du nicht, du nicht. Ah, er ist da, sehr schön. Ach, dann haut man nur noch Bosse, okay. Ja, wenn die Wege nicht spannend sind. Von den Bossen, die dann danach kommen oder allgemein von diesen Bossmonstern? Wow. Aber schon ein bisschen schade, wenn dann nur noch Bosse kommen irgendwie. Weiß nicht. Muss man da mal schauen. Gut. So, welches Monster gibt's hier noch? Ah, okay. Aber so viel Inventarplatz habe ich gar nicht, um mir die Kisten aufzuheben. Das ist ja das große Manko des Spiels, das Inventar. Mhm. Das Inventar, dein Freund und nicht nur. Kommen wir wieder zu dir. Also auf den Kanal. Nicht in deine Nähe. So, reite ich richtig? Ja, ich reite richtig. Okay, ja, das kann daran liegen, dass ich eine ganze Zeit lang auch nur rumgeritten bin, um nach Kisten zu suchen. So, grausiger Ritter, bist du da? Nein. Dann betreibe ich mal Kanalflucht. Bin ich gerade wieder da und dann gehst du? Ja. Das ist schon nicht nett. Verzweifelt nach meinem Ritterchen suchen, was nicht da ist, was ich aber brauche, um diese Quest abzuschließen. Weil noch ein anderes Foto gibt's in diesem Gebiet nicht. Seitens? Na doch, vielleicht zählt sie. Aber die ist so nervig, die olle Spinne.
Naja, schauen wir, ob sie da ist. Ja, sonst keine Chance. Okay. Ah, die Höhle lädt sich doch noch. Die Höhle ist gerne mal ein Problem, ja. Ja. Sie ist natürlich nicht da. Okay, dann hebe ich die Kiste auf, wenn ich, bis ich da durch bin. Toll, hat das jetzt gezählt? Nein! Hättet ihr nicht ein paar Sekunden warten können? War sie schon sehr angekratzt. Ich bin auf Kanal 1 aufgetaucht. Und dann haben sie gerade in dem Moment getötet. Das heißt, ich konnte keinen Schlag machen. Das heißt, ich habe nichts gekriegt. Und es hat nicht gezählt. Das ist ziemlich blöd. Ja. Ja, wir spielen das nur zu zweit. Wir haben keine Freunde. Nein. Davor haben wir Monster Hunter World zu zweit gespielt und dann haben wir gedacht, jetzt probieren wir das mal aus und ja, bis dato quält uns das Spiel schön. Das hast du sehr schön zusammengefasst. Ja, ne? So, ist hier mein Ritterchen da? Oh, nicht dran vorbeireiten. Nö. Auch der will nicht. Gut. Da nach oben ist noch ein Foto, wo ich nicht weiß, zu welchem Gebiet das gehört, aber das können wir ja ausprobieren. Was ist los gerade? Wehe, du zählst nicht zu dem Tristessa-Gebiet. Aber wahrscheinlich zählst du schon zu dem anderen Gebiet, so wie ich dich kenne, da du ein Frostriese bist. Ja, müssen wir mal schauen, wie lange wir heute noch machen. Ja, muss mal gucken, wie lange wir machen. Ich habe, glaube ich, überall die Tagesplätze soweit durch. Ja,
lang, dann muss man eigentlich warten, bis man die wieder machen kann. Wahrscheinlich bis zum nächsten Tag 12 Uhr, so wie mit der Baumserie. Vielleicht. Also, es wäre vorstellbar, das heißt Tagesquest. Mhm. Sollte man sich vielleicht die Woche darum kümmern, dass man das überall so weit macht? Oder bis man zumindest die 100 voll macht? Die wir brauchen. Ja. Ich meine, es sind nicht mehr so viele. Ich habe 83 Punkte. Ich habe immer noch nur die 44, weil ich ja nichts fertig kriege, weil mir immer irgendwas fehlt, was nicht da ist. Wie gesagt, ich gehe davon fast aus, dass der Frostriese hier auch schon nicht mehr zählt, aber es ist mir egal, ich will ihn jetzt noch fertig machen. Es wäre aber schön, wenn er zählen würde. Oh! Ja, Heilung nicht vergessen. Heilung ist wichtig. Öffne die Karte. Yay! Es hat gezählt! Geschafft! So. Ja, so sieht ein Frostriese von innen aus. Ah, da wollte ich zu dir kommen. Und dann warst du schon fertig. Tja. Da ist meine Beute. Und auch er hat einen weißen Schlüpfer an. So. Und teleportieren wir uns mal zurück, um sie abzugeben. 3 Gebiete, gleich Prestige-Quest fertig. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann fehlt ja gleich nur noch eine. Ich muss warten. Kann nicht mehr machen. Ja, ich brauche jetzt erstmal ein Feuer. Feuer brauche ich die gar nicht abgeben, weil ich habe keinen Platz im Inventar. Tschüss, tschüss, tschüss. Okay, also lohnt sich Schmieden und so wahrscheinlich dann auch eher nicht. Nee, nicht Warenlager. Can I help you? Wie viel kriegt man denn dafür? Kann man die verkaufen? Wahrscheinlich. Wieder ein bisschen Platz. Was war das? Ja, so haben wir das dann auch gemacht, als wir nicht mehr weitergekommen sind, haben uns beim Markt neue Klamotten geholt. Ja, haben wir. Erstmal shoppen gehen. Das löst alle Probleme. Ja, wenn man dann genug Baumgeld hat, ne? Hm.
So. So, jetzt habe ich auch 88. Habe ich noch irgendwelches Essen, was weg kann? Nein. See anything you like? So, das ist immer noch voll. Das ist. Ach, das habe ich noch nicht abgeholt mit dem anderen. Ach, die kann ich ja auch schon wieder öffnen. Ich bin in der Zeit 27 geworden. Müll. Hattest du mit mir geredet? Ich war gerade abgelenkt. Ich hab mit mir selber geredet, keine Angst. Verstehe. Weißt du, mein Freund, der Wassergeist, ist wieder da. Ah, wahrscheinlich. Hat mich für einen Moment abgelenkt. Was für ein Glück. Den heute so häufig sehen. Also ich sehe ihn jetzt schon zum dritten Mal heute. Ich muss ja dann erstmal wieder den Kanal wechseln. Kanal 3. Ist er noch da? Ja, wir haben gerade erst angefangen. Ah, das ist gut, das ist gut. Ich stecke ihn nur fest. Ah, das ist ein Stein. Ja, und der wird mir sogar sofort angezeigt. Nicht so wie das letzte Mal. Wo ich nur die Attacken gesehen habe und ihn nicht. Hallo Helga. Hallo. Ich hab auch schon ein
danke, wünsche ebenfalls viel Spaß. Und kannst ja ansonsten deinen Nickname nochmal da lassen, dann kann man meinen Freundschaftsvertrag schicken. Ja. Danke. Bitte. Gib mir die Kugel. Die Heilkugel, nicht die Patronenkugel. Die Heilkugel des Todes. Ein Gegenschlag. Hab ich Glück gehabt. Ich bin mit meiner Attacke genau in den roten Bereich von seiner Attacke gesprungen. Aber ich habe keinen Schaden gekriegt. Yay! Ja, ich muss mal eine Sache machen. Yay! Wenn wir das doch in den Kämpfen ein bisschen sehr laut ist, verstehe ich kaum, was das so vermittelt. Ich meine, die Musik ist eh nicht so spannend. Jetzt sollte es gehen. Ist alles ein bisschen leiser. Hoffe ich. Okay, es fehlen noch zu viele Fertigkeitspunkte. Mir fehlen, ich glaube... Also bei mir steht 12 von 25, also... Ich hab 16 von 25, aber du hast halt auch das andere noch fertig gemacht. Ja, das Löwenherzvermächtnis. Ich ignoriere, dass das Löwenherzvermächtnis da ist, weil es mir keinen Spaß gemacht hat. Kann ich verstehen. Das hier macht mir viel mehr Spaß. Bedient euch, Leute. Oder wie ist... Oh, Mist, ich habe keine Ausdauer dafür. Immer noch nicht. So, ich bin voll. Cool, oder was? Ja, ich bin beeindruckend. Ja. Ich habe den Unterton gehört, Helga. Was? Da musst du dir was eingebildet haben. Ich bilde mir nichts ein. Mit Bildung kann Richard überhaupt nichts anfangen. Das stimmt allerdings. Oh, weißt du, was wir noch gar nicht gemacht haben?
Was einer denn? Fraktion angeschlossen. Haben wir nicht? Nee. Wir haben bisher immer nur, also ich auf jeden Fall, ich habe die Intro-Quests durchgespielt. Ich müsste mich jetzt entscheiden. Oh, ich glaube, ich habe mich schon den Rittern angeschlossen, aber ich weiß nicht. Ist das eine, also was für eine Quest ist das? Nee, das ist keine Quest mehr, aber dann würde man, glaube ich, noch Quests kriegen oder so. Dafür müssten wir dann wieder nach Spirios. Spirios. Ne? Ich meine, dass ich einfach mal alles angenommen habe, was da war, weil ich habe in Spirios auch eigentlich nichts mehr. Aber wir können hingehen, dann kannst du dich auch anschließen. Ja, ich werde hingehen und eben nochmal nachschauen. Weil wir hatten ja gesagt, dass wir uns den Blauen anschließen. Ja, aber auch nur wegen den Bonis. Ja. Vom Outfit her wäre es der Hof gewesen. Die sehen einfach am coolsten aus. Absolut. Ladebildschirm. Ja, das dauert lange. Ladebild, Ladebild. Oh. Yay! Das ist ein Riesensprung gemacht. Ich kann mein Reittier hier benutzen, das weiß ich, Spiel. Verbiete es mir nicht. Das ist witzig, in dieser Stadt ist nichts los, aber es leckt die Sau. Ja, die Gebäude und so, die brauchen einfach zu viele Ressourcen. Ja, so, hast du dich entschieden, welcher Union du beitreten möchtest? Ja. Oh, ja. Dann war ich auch noch nicht. Aber das wurde auch nicht angezeigt. Also, nee, wir machen gut. Die Hüter. Der Weg des Beschützers. Yay. Sind wir jetzt Hüter? Nee. Oh, verdammt. Wir haben eine Quest gekriegt, um den beizutreten. Aber wir machen doch schon die ganze Zeit Quests, um den beizutreten. Warum machen die alles so kompliziert in diesem Spiel? Verwalter der Hüter, Jan mit Y. Denn Schnuckiputz mit Brille. Ich weiß nicht. Die Frisur mag ich nicht. Gut, du bist zurück. Bist du bereit, dich uns anzuschließen? Ja, ich will mich den Hütern anschließen. Um unseren Reihen beizutreten, musst du zuerst 2 Aufgaben erledigen. 2, nicht 3 und nicht 4. Es werden gefährliche Missionen sein, mit denen du beweist, dass du würdig bist. Was für Missionen? Zuerst werden deine Stärke und Tapferkeit auf die Probe gestellt. Du wirst möglicherweise weit reisen müssen und das alles wird eine gewisse Zeit dauern. Kein Problem, das haben wir schon hinter uns. Das schaffen wir jetzt auch noch. Sehr gut. Kümmere dich um all deine unerledigten Angelegenheiten hier in Spirios und bereite dich dann auf eine lange Reise vor. Komm zurück zu mir, wenn du bereit bist, deine erste Prüfung anzutreten. Verstanden. Und da sind wir Hallo, wieder. Wir waren gar nicht weg. Hi. Es ging schnell. Bist du bereit, deine Prüfung zu beginnen? Ja, das bin ich. Immer noch. Wie ich schon sagte, in der ersten Aufgabe wird deine Stärke auf die Probe gestellt. Du musst ins Kanostal reisen, in den Bergen im Norden und dort einen Feind unserer Wahl besiegen.
die wählen den einfach so random. Ja. In diesem. So, der Pfeil hat auf dich gezeigt. Du bist jetzt dran. Dich darf man jetzt töten. In diesem Fall wirst du einem Krieger aus einer anderen Zeit gegenüberstehen. Dem General des gefallenen Königreichs. Der mir extra wiederbelebt, damit wir ihn töten können. Ja. Er scheint ein mächtiger Krieger aus einem Königreich im Norden gewesen zu sein. Dieses Königreich muss vor vielen Generationen gefallen sein. Und doch ist dieser Mann seltsamerweise hier in unserer Zeit gelandet. Nein. Schon seine Anwesenheit hier ist ein Affront. War es richtig? Ja. Gegen die natürliche Ordnung. Und schlimmer noch, er hat seinen längst vergessenen Krieg hierher mitgebracht. Greift er Leute an? Das tut er. Er ruft Soldaten aus seiner Zeit in die unsere herbei, um ihren alten Krieg mit den Herbati fortzusetzen. Wir wissen nee, nicht, das waren die Gesichtslosen, unnatürlich... aber, Na, wie auch immer. Wir wissen nicht, welche unnatürliche Magie er dafür einsetzt, aber er muss aufgehalten werden. Ich warne dich, diese Aufgabe wird nicht leicht sein. Aber wenn du Erfolg hast, bist du deinem Ziel, unserem Orden beizutreten, einen Schritt näher gekommen. Ich komme wieder, wenn es vollbracht ist. Yay! Mal ganz ehrlich, es sieht ein bisschen aus wie ein Clown. Karte. Warte, da ist noch eine Quest. Nee, doch nicht. Hab dich im Augenwinkel falsch gesehen. Das ist Kanustal. Ah, da kann man sich hin teleportieren. Zinnobersumpf. Ich habe keine Lust mehr, durch die ganze Welt zu reiten. Nicht mehr. Ja, zumindest jetzt nicht heute mehr. Man kann noch reiten, aber nicht mehr so unendlich reiten. Ist das das verbindliche, verblichener Ruhm? Wie verblichener Ruhm? Wo wir hin müssen? Nee, ich bin Zinnoberinsel, oder wie das da hieß. Ja, aber der Gegner, den wir besiegen müssen. Ach so, der ist da bei dem See. Ja, genau, verblichener Ruhm. Gut, das wollte ich nur wissen, weil man hat das Zeichen nicht gesehen. Oder nur ganz bisschen blau an den Seiten. Das Questzeichen war versteckt. Es hat ja, Angst. Unter dem Monster-Symbol. Ich hoffe einfach nur, dass wir nicht angeln müssen. Hey, rate mal, wer nicht da ist. Oh. Ich bin noch nicht mal da. Ich komme erstmal gemütlich an. Genau, du bist nicht da. Ich habe ja auch nur gesagt, rate mal, wer nicht da ist. Bin da, wer noch? Niemand. Ich. Und wenn niemand kommt, dann wechseln wir den Kanal. Ja. Welchen willst du? Eins oder zwei? Eins. Der hat mir heute Glück gebracht. Der Kanal, dessen Name nicht genannt werden darf, hat dir Glück gebracht. Ja. Hier ist nichts. Hier auch nicht. Also wir zu drei. Na gut. Hey, es war ein Versuch wert. Ja, absolut. Vielleicht taucht er ja noch auf, wenn wir 2-3 Minuten hier warten. Pitch, patch, pitch, patch, pitch, 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 pitch. Hmm.
Was machen wir dann? Das ist eine gute Frage. Er hat ja schon gesagt, das wird lange dauern. Ja, wahrscheinlich hat er es deswegen gesagt, weil hier ist keiner. Der wusste schon, dass er nicht da ist. Er ist wieder in seine Zeit zurück. Hat uns nicht Bescheid gesagt. Oh, hier ist eine Nebenquest. Echt? Ich habe die Quests alle schon gemacht. Ach so, gut, dann mache ich die nicht. Kannst du ruhig machen, ich will dich nicht Nö, aufhalten. kann ich dann offscreen machen, aber. Weil ich habe eigentlich alle Quests, die angezeigt werden, so gut wie fertig. Weil ich dachte, das ist vielleicht weniger eintönig, als die ganze Zeit Bossgegner zu machen. Aber hey, Bossgegner bringen immer die Ja. meiste Erfahrung. Ja, aber dadurch hast du die ganzen Fertigkeitspunkte gekriegt. Ja, schon ein paar. Was fehlen noch? Ein paar. Es fehlt immer zu viel. Aber gut, so kommen wir heute irgendwie nicht weiter. Nö. Machen wir dann Schluss? Nächste Woche weiter? Vielleicht habe ich dann wieder Motivation. Wo gerade ging es eigentlich? So langsam ging es wieder. Das stimmt. So langsam ging es wieder. Hüpf, hüpf. Aber ich würde sagen, dass wir die Prestige-Quest offscreen fertig machen. Also zumindest die Punkte fertig machen. Dass man das nächste Mal abgeben kann. Genau. Ja, mir fehlt ja nur Weil ich noch weiß nicht, ich dieses. glaube nicht, dass es mega spannend war, uns dabei zuzugucken. Wahrscheinlich nicht. Die Quests haben wir ja eigentlich alle schon 100 Mal gemacht. Ja, es war nichts Neues dabei. Aber wie ich dir Ja. vorhin gesagt habe, man muss es ja leider machen. Sonst kommt Ja. man nie weiter. Das ist schon wahr. Und es ist eine gute Aussicht darauf, dass es eigentlich so bleibt. Yay. Ich freue mich. Ja, es kommen noch ein paar Bosse dazu, aber Story geht auch weiter. Ja. Jo, dann würde ich fast vorschlagen, dass wir wirklich Schluss machen. Ja, dann ja, machen wir ein bisschen früher Schluss. Hey! Kommt auch mal vor, habt ihr früher Feierabend. Ja. Gute Nacht. Genau. Und bis Darren. Bis Darren.